Hallo ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten, ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Heute gibt es für euch keine direkte Basic-Folge, sondern erstmal eine, wie halte ich, in Anführungsstrichen, Folge. Es geht um die Aufzucht von Corallus caninus. Ich will euch mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir so funktioniert, wie ich ein Quarantäne, in Anführungsstrichen, Aufzuchtterrarium gebaut habe, was es zu beachten gilt, und wie so die erste Zeit mit meinem kleinen Liebling bisher so gelaufen ist, meine Erfahrungen, welche Tipps ich mit auf den Weg geben kann und was ihr vor allem auch unbedingt beachten müsst. Ja, Corallus caninus, der grüne Hundskopfschlinger, wer kennt ihn nicht? Eines der schönsten Tiere, meiner persönlichen Meinung nach, mit, also neben den Boas natürlich. Die Boa-Konstriktoren sind immer noch so mit meine Favoriten, aber definitiv ein Traum vieler Terrarianer. Ich wollte euch ja eigentlich jetzt so ein kleines Tierchen mal zeigen, aber meine kleine Liese will einfach nicht. Auch das gehört dazu. Die Tiere sind nicht ganz so stressunempfindlich, wie jetzt bei den Imperatorarten. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie einfach nicht. Von daher kann ich euch leider jetzt hier gerade kein schönes Tierchen zeigen. Ich zeige euch aber trotzdem mal ein Video, was ich vorhin aufgenommen habe. Im Sitzen hat er sich dann doch noch filmen lassen. Ja, wie gesagt, bei der Variante, die ich habe, handelt es sich um die Guyana-Variante. Es gibt auch noch die Surinam-Variante. Die Corallus-Arten, gibt es eine ganze Menge Unterarten, jede mit sehr speziellen Eigenschaften, mit sehr speziellen Ansprüchen. Ich kann hier nicht auf alle eingehen, deswegen will ich euch einfach nur mal das mit auf den Weg geben, was ich so bisher mitnehmen konnte. Die Aufzucht ist bisher sehr erfolgreich gewesen und ich will euch hier vor allem mal zeigen, wie ich das Quarantäne-Aufzucht-Terrarium gebaut habe. Wichtig bei der Sache ist, dass ein solches Terrarium nicht besonders schön aussieht, aber für die Aufzucht absolut ideal ist. Also die Tiere müssen wirklich die ersten mindestens 2 bis 3 Jahre dort aufgezogen werden, weil man unter kleineren, also in kleineren Behältnissen, die Bedingungen einfach besser kontrollieren kann. Und ihr werdet schon sehen, wenn ich das gleich noch erläutere, die Bedingungen für die Aufzucht sind sehr viel anspruchsvoller, als man das von anderen Schlangenarten kennt. Die werde ich jetzt erstmal sauber waschen, Luftlöcher kommen rein. Für Baumbewohner muss man sich natürlich mal überlegen, die liegen nicht auf dem Boden, wie man das normal kennt. Streu etc., das erübrigt sich auch. Die sind die meiste Zeit eigentlich auf irgendeinem Ästchen und da bietet sich sowas hier natürlich an. Und ich dachte mir, dass ich daraus jetzt sowas wie eine kleine Leiter baue, wo das Tier dann raufkommt. Ja, soweit der Plan und ich zeige euch dann gleich mal, was daraus geworden ist. So sieht die ganze Geschichte jetzt hier aus. Ja, das ist so ein bisschen leiterähnlich. Ich dachte mir, 3 Zonen, 3 Temperaturzonen, ist besser als nur 2. Meistens haben diese Haarprofile ja nur 2 Temperaturzonen. Hier könnte das Tierchen sich 3 aussuchen. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich hier irgendwie eine vernünftige Belüftung reinbekomme. Und zwar so, dass auf der einen Seite natürlich einigermaßen Feuchtigkeit drin bleibt, auf der anderen Seite braucht das Tierchen eine sehr gute Belüftung und da muss ich mir irgendwas überlegen. Klar ist natürlich, dass
unten ein Lufteinzug sein wird, oben ein Luftauszug sein wird, sodass man halt so eine Art Frischluftdurchlauf hat. Also drin hat man eine gewisse Wärme, kühle Luft zieht rein, warme zieht raus. Soweit die Idee. Gucken wir mal, wie wir das Ganze jetzt hier umsetzen. Ja, wie ihr sehen könnt, so habe ich mich mal vorbereitet auf die ganze Geschichte. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal, wie mein Kleiner ausgesehen hat, als ich ihn bekommen habe. Wie gesagt, das Tier war fast knallrot. Innerhalb des ersten Halbjahres fangen die Tiere dann so langsam an umzufärben. Das hat in der Natur einfach den Hintergrund, wenn die Tiere sehr jung sind, sie werden ja auf dem Regenwaldbogen geboren. Klar, wenn man jetzt sich einen Regenwald vorstellt und man hat so den Boden, dann hat man da vor allem sehr farbenprächtige Blumen, Blüten, Pflanzen, wie auch immer. Und mit dieser knallroten Farbe ahmen sie natürlich damit auch diese Blumen, kann man sich vorstellen, nach und werden hoffentlich von Fressfeinden nicht entdeckt. Im Laufe des Umfärbens, wenn die Tiere also dann deutlich grüner werden, steigen sie auch gleichzeitig immer höher in den Bäumen auf und leben ja dann hauptsächlich in den Bäumen, ist also ein Baumbewohner, klar, das habt ihr sicherlich auch schon gewusst. Jedenfalls, das ist so der Hintergrund für die Umfärbung, die innerhalb des ersten Halbjahres etwa stattfindet. Danach werden die Tiere immer satter grün bis knallgrün und wachsen dann so gesehen eigentlich nur noch in die Länge. Und die Wachstumszyklen sind auch relativ lang, also bis ein Tier aufgewachsen ist. Das dauert einfach deutlich länger, als man das von manchen Imperatoren so gewohnt ist. Eine Sache muss ich auch nochmal ganz klipp und klar sagen. Erstens, dass das hier nur ein Überblicks- oder man könnte fast sagen ein Hinweisvideo ist. Ersetzt keine Fachliteratur, es gibt zwei, drei richtig gute Bücher. Ich werde auch definitiv nochmal eine Basic-Folge drehen zu dem Thema und da werde ich mal ganz ausführlich drauf eingehen. Das ist jetzt einfach nur mal eine Überblicksfolge, wenn ihr es wirklich wagen wollt, auf was müsst ihr achten. Ich setze natürlich auch voraus, dass ihr euch informiert habt, dass ihr Ahnung habt, dass ihr möglicherweise die Bücher auch schon gelesen habt, dass ihr am besten ist immer, wenn man auch einen Mentor hat, der einem da hilft, der mit Hundsköpfen oder mit Corallos, welcher Art auch immer, schon Erfahrung hat, weil die Tiere sind wirklich absolut schwierig in der Aufzucht. Also das ist definitiv keine Einsteigerart, das ist wirklich, ich würde auch nicht mal sagen eine Halbprofiart, das ist wirklich was für Profis. Also wenn ihr es mit den Hundsköpfen aufnehmen wollt, Corallus caninus oder Hortolanus, das meine ich ein bisschen unempfindlicher, egal welche Art, dann gibt es da noch die Rutschenbergi und dann gibt es noch die Anulatis, die sind dann teilweise so heikel in der Aufzucht, dass selbst den absoluten Profis Tiere wegsterben. Also selbst die Leute, die da 30 Jahre Erfahrung haben, von daher absolut keine Einsteigerart. Die Tiere sind auch nicht günstig, also ihr müsst wirklich wissen, was ihr da tut. Ich empfehle, dass man mindestens 5-6 Jahre Erfahrung hat in dem Umgang mit den Tieren und auch in der Aufzucht einiger heikler Arten, wie Boa Constrictor, Constrictor, bestimmte Varianten, bevor man sich an sowas überhaupt anwagen sollte. Hier will ich euch jetzt nochmal ein Video einspielen, kurz bevor sich das Tier gehäutet hatte. Und hier nochmal ein Video kurz nach der Häutung. Schön gehäutet, frisch geschissen.
Aber zumindest bist du jetzt wieder hübsch, ne? Jetzt leuchtest du wieder so richtig. Wobei wir auch schon bei einem wichtigen Thema wären, Luftfeuchtigkeit ist bei den Tieren einfach ein A und O. Ihr müsst die Luftfeuchtigkeit von etwa 70-80% halten. Wichtig dabei ist, ihr dürft keine Staunässe haben. Das vertragen die Tiere nicht. Habt ihr zu viel Nässe, Staunässe, habt ihr Probleme mit Verpilzungen, habt ihr zu wenig Feuchtigkeit, wie man das so bei den Boa Constrictor Imperator etwa hält, dann kann es euch ganz schnell passieren, dass die Tiere Atemwegsprobleme bekommen. Also ihr müsst relativ penibel die Luftfeuchtigkeit einhalten, es darf aber keine Staunässe geben. Nächster heikler Punkt ist das Problem mit der Temperatur. Also zwischen 23 und maximal 28 Grad Celsius. Ich habe, wie man auch sehen konnte, die Terrarien, das Aufzucht-Quarantänebecken, nicht extra beheizt, weil der Raum hier mal 26, 27 Grad sowieso hat. Geht manchmal auf 25 Grad runter, je nach Tageszeit, weil natürlich die Terrarien hier so rum auch ausschalten oder dann sinkt das hier automatisch 1, 2 Grad. Wichtig ist, nicht über 28 Grad. Habt ihr die Tiere zu warm, dann würgen sie euch das Futter aus. Das machen die zweimal oder dreimal maximal, dann sind die Tiere hin. Also da muss man ganz penibel darauf achten. Die sind viel empfindlicher, als man das bei anderen Boa Constrictor-Arten kennt. Ebenso wichtig ist, dass ihr wirklich nur sehr kleine Futtertiere gibt und die Tiere haben unheimlich lange Verdauungszyklen. Also ich würde wirklich sagen, ein Futtertier, wo man bei einer Boa Constrictor Imperator sagen würde, das ist viel zu klein, ist für einen Corrado super. Und also frühestens nach 14 Tagen, eher nach 3 Wochen wieder füttern. Wenn die Tiere sich dann häuten, ihr habt das Video ja eben gesehen, zwischen dem Prozess, wo die Häutung begonnen hat, nach der letzten Fütterung, bis zu dem Prozess, wo sich das Tier tatsächlich gehäutet hatte, lag fast ein Monat. Also es dauert unheimlich lange, die Tiere koten in der Zeit auch nicht. Von daher sind absolute Kotsammler. Auch da kann man so sagen, im Vergleich zu den Morelia viridis Arten, die so bekannt sind, die haben ja bekanntermaßen Probleme mit Kotstau. Das ist bei den Corallus Arten nicht so der Fall. Man muss aber penibel die Luftfeuchtigkeit einhalten. Wichtig ist noch zu sagen, die Tiere sind auch etwas heikler, was das Fressen betrifft. Also meiner zum Beispiel nimmt nur Lebendfutter. Ich bin gerade dabei, versucht den auf Frostfutter umzustellen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich arbeite jetzt erst dran. Man muss die Tiere auch vor allem erstmal das erste Jahr durchbekommen. Dann kann man so langsam sich darüber Gedanken machen, das Tier umzustellen. Wichtig ist noch, diese Tiere sind wirklich relativ heikel. Es kann euch also passieren, dass so ein Tier auch mal ohne Vorwarnung wegstirbt. Da sind sie auch für bekannt. Man geht also immer ein gewisses Risiko ein. Also das Terrier, das habe ich mir jetzt so ein bisschen abgeschaut, wie andere Leute das so machen. Also ich habe einfach hier unten ein paar Löcher, dann halt, also dass quasi die kühle Luft hier reinzieht, die warme dann hier oben rauskommt. Ja gut, klar, natürlich irgendwie die Temperatur anzeigt, darf ja nicht zu warm werden bei denen. Dann halt hier mit ein bisschen Kabelbinder festgemacht, irgendwie so eine Kunstpflanze und halt irgendwas, wo sie raufklettern können. Und unten natürlich immer ein relativ frisches Zebra. Gut, dann muss ich mal alles sauber machen jetzt. Hat sich hier erst frisch gehäutet, jetzt lasse ich sie erstmal in Ruhe. Und ja, dann heute Abend, wenn sich ein bisschen beruhigt hat oder so, dann mache ich nochmal alles sauber. Genau, dass sie ein bisschen Klettermöglichkeiten hat. Vielleicht kommen auch noch mal so ein paar andere Äste rein oder so. Nur bisher war mir die Schimmelgefahr da immer zu hoch. Ich habe das jetzt hier mit so einem Holzding gemacht, so in der Hoffnung, dass das halt ja, feucht wird und wieder austrocknet. An einigen Stellen hat sich das zwischendurch mal ein bisschen dunkel verfärbt, aber ich nehme das dann halt immer regelmäßig, packe es ein paar Minuten in den Backofen und dann ist hoffentlich wieder alles tot und dann geht es erstmal wieder eine Weile. Das mache ich jetzt immer so regelmäßig, weil das Plastikding da hinten ist einfach zu klein. Und was Größeres habe ich bisher noch nicht gefunden. Nur wenn ich jetzt irgendwelche Äste quasi von draußen nehme, da bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht da erst recht Probleme bekomme. Aber bisher geht es eigentlich. Bis auf so ein paar Stellen, wo sich halt dunkel verfärbt. Weil wie gesagt, das kommt dann ab und zu mal in den Backofen und ja, klappt alles einigermaßen. Ansonsten dem kleinen Scheißerchen, denke ich mal, geht das einigermaßen gut. Ordentlich gewachsen, frisst, kackert, bin ich auch ganz friedlich, lässt sich manchmal auch, wenn sie, ich denke, dass es eine sie ist,
Also ich habe das bisher nur mit diesem Gefühl mal ein bisschen gemacht. Deswegen denke ich, dass, bin mir relativ sicher, 90% sicher, dass es ein Weibchen ist. Genau, lässt sich jedenfalls auch handeln. Ich habe immer Bock da drauf, aber eigentlich ganz lieb. Ich wäre noch, meiner Meinung nach ist Handling hier absolute Pflicht. Ein ausgewachsenes Tier kann gut mal an die 2 Meter haben. In der Regel werden sie eher so 1,70 Meter rum. 1,70 Meter, 1,80 Meter wohlgemerkt, je nachdem, ob Männchen, Weibchen. Wichtig ist nur, die Zähne von den Tieren sind wirklich nicht zu unterschätzen. Die Bisse tun unheimlich weh. Und die Tiere haben auch, wenn man falsch mit den Tieren umgeht, ein gewisses Aggressionspotenzial. Sie sind auch etwas launisch manchmal. Man kann sie handeln, das geht. Man sollte sich auch an die Hand gewöhnen. Aber sind die Tiere erstmal in einem, sage ich jetzt mal, gewissen Modus, wo sie sich meinen zu verteidigen, also im Defensivmodus, kriegt man die Tiere vom Stresslevel nicht so schnell wieder runter, wie man das bei anderen Arten gewohnt ist. Also da bleibt euch nichts anderes übrig, als das Tier zurückzusetzen und es einfach mal 3 Tage später wieder zu versuchen. Ist das Tier in der Häutung oder will einfach nicht, könnt ihr nicht viel machen. Also man kann da, muss da mit Feingefühl rangehen. Das geht nicht so, wie man das bei den Imperatoren kennt, nach dem Motto, man muss sie zum Glück zwingen und dann gewöhnt sie sich irgendwann schon. Hier muss man deutlich mehr Feingefühl haben. An die Hand gewöhnen sollte man sie allerdings auf jeden Fall, da die Bisse eben nicht ohne sind und man das Tier ja auch mal umsetzen muss. Wie gesagt, das hier jetzt einfach nur mal zum kurzen Überblick. Es wird definitiv auch nochmal eine richtige Basic-Folge geben. Ich wollte euch nur mal zeigen, was bei mir funktioniert. Die Feuchtigkeit halte ich übrigens dadurch, dass ich jetzt so ein Zewa reinpacke und das Zewa am Boden anfeuchte. Dann vermeide ich damit eine zu starke Staunässe auf der einen Seite, habe aber auf der anderen Seite genug Luftfeuchtigkeit. Solche Sachen wie Messen mit dem Hygrometer ist eine gute Idee, klappt aber nicht so ganz. Das Problem ist einfach, die Dinger sind nicht genau genug. Zumindest nicht die, die man für einen halbwegs vernünftigen Preis bekommt. Von daher muss man einfach ein Gefühl dafür haben, wie die Luftfeuchtigkeit passt. Das wie gesagt nur zum Überblick und zur Aufzucht. Bei mir klappt das zumindest so gut, dass ich mittlerweile sagen kann, die Haltungsparameter funktionieren. Es wird aber nochmal eine richtige Basic-Folge geben, wo ich auch nochmal ein bisschen was zu der Aufzucht anderer Corallus-Arten erzählen werde. Insbesondere zu Arten, die nochmal deutlich schwieriger sind, zum Beispiel zu Corallus rothschildbergi. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, das ist die absolute Königsdisziplin. Gelingt auch nur wenigen Leuten, entsprechend wenig Tiere gibt es da auch. Das ist auch immer wieder, taucht so die Frage auf, warum gibt es denn eigentlich keine Basic-Folgen, habe ich heute erst gelesen, zum Thema Corallus canis bzw. Corallus betasi, also Verwandter von Corallus canis, den Corallus betasi. Das ist das Tier mit dem durchgezogenen Rückenband. Liegt unter anderem daran, dass die Tiere noch nicht weit verbreitet sind. Sie sind unheimlich schwer in der Zucht, also sehr, sehr, sehr schwer, viel schwerer als Corallus caninus. Die Aufzucht funktioniert auch nicht unbedingt immer. Die Tiere sind außerdem relativ teuer. Also wir reden hier wirklich von einem fast fünfstelligen Bereich teilweise, was man für so ein Zuchtpaar bezahlt. Von daher ist es klar, für Tiere, die von ja, vielleicht 20 Leuten in ganz Deutschland gehalten werden, ob sich da wirklich eine Basic-Folge lohnt. Man muss erstmal Leute finden, die überhaupt die Erfahrungen mit den Tieren haben, dass man daraus eine Basic-Folge machen kann. Die Erfahrungen werden im Moment gesammelt. So muss man sich das im Endeffekt vorstellen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Übrigens könnt ihr hier jetzt links und rechts, hoffe ich, gleich ein paar Videovorschläge sehen, falls ihr noch nicht alle Videos von mir kennt.